jetzt guckst du wieder aus dem Fenster mal bitte. Ich gucke aus dem, nicht, dass ihr eine Schläuche angesteckt habt. So, bei mir ist alles okay. Ja, bei mir auch. Gut, dann setzt du dich bitte wieder hin. Ziehfahrbedienung ist ja, hier okay. Denk dran, wir haben hier eine Kindersicherung. Ja, ja, wie beim 6-2. Genau, ja. Nur, ich sag mal, fahr nicht schneller als 15 km/h und dann kannst du ruhig 100, 150 Meter mal vorfahren. Du kannst ein bisschen probieren mit Bremsen, beschleunigen. Ne? Mhm. Ja. Viel Freude. Bedienung, genau, sehr gut. Kannst du ruhig mal ein bisschen bremsen, um zu gucken, wie er sich verhält. Das elektrische Bremsen, wenn du ein 6-12 nimmst, das ist ja ein Dieselfahrzeug, ist bei dem viel präziser. Ne? Mhm. Und da kannst du mal versuchen, so nah wie möglich an das nächste gelbe Schild ranzufahren. Ja? Okay. Ja, sehr gut, das ist ja schon eine präzise Zielbremsung. So, dann kannst du wieder den Fahrbremshebel 0 bringen, das Fahrzeug wieder sichern und zur Federspeicherbremse anlegen, richtig, die Richtung in 0, das Führerbremsventil in Mitte und wenn die Federspeicherbremse nicht mehr blinkt, Schlüssel 0, abziehen und den nächsten übergeben.